Also, danke für die zahlreiche Teilnahme. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag von mir, von Thomas Niedermeyer, bezüglich TKMON, Monitoring leicht gemacht. Ich bin von der Thomas Krenn AG, wir sind in Freiburg zu Hause. Wir machen eigentlich hauptsächlich Serverassemblierung. Genau, und mein Twitter-Account, wenn es wäre. Genau, kurze Frage in die Runde: Wer überwacht deine IT-Infrastruktur? Gut, hoffentlich. Jeder, der zu überwachen hat, macht es auch, weil es ganz wichtig ist. Mal ein kurzer Überblick, was ich heute so erzählen will. Also erstens, warum generell Monitoring, warum TKMON? Eine kurze Einführung dazu. Ausführliches Live-Demo. Hoffentlich, wenn es geht, mit der aktuellen, der neuen Version schon, 2.1. Aber es ist noch Beta oder eigentlich Alpha. Dann Zusammenfassung von den Features, noch Überblick nochmal. Und ein Ausblick auf, wie gesagt, TKMON 2.1, das dann Ende Mai dann kommt. So, warum Monitoring? Ist klar, Überwachung der IT-Infrastruktur. Solange alles reibungsfrei funktioniert, macht man sich meistens weniger Gedanken über Monitoring. Auch über Backup macht man sich eigentlich nur dann Gedanken, wenn es dann wirklich dann spät ist. Und darum möchten wir von Thomas Krenn einfach das Monitoring für den Einsteiger leicht machen und dass jeder einfach das schnell und bequem einsetzen kann, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen. Und wenn man ein Monitoring-System hat, kann man schneller reagieren und schnell gezielt den Grund finden und dann schnell das Problem beheben. Und wir haben auch eine Aufzeichnung von historischen Daten dabei mit PMP von Nagios. So kann man auch Entwicklungen oder Trends erkennen und einfach darauf reagieren. Zum Beispiel, wenn sich eine Festplatte einfach füllt, dann kann man, bevor es zu spät ist, okay, sich dann Gedanken machen, okay, haben wir das RAID aus oder wenn die Smart-Fehler zunehmen, dann kann man auch darauf reagieren. Und somit ist man nicht gleich sofort dann angeschmiert, wenn man dann in der Ausfall da ist. Dann so ein kurzes Schaubild, ganz rudimentär, was man also überwachen könnte in einem kleinen Unternehmen. Angefangen von der Firewall, Switche, über SNMP können wir überwachen mit TKMON. Dann den Host als natürlich muss man selber auch überwachen. Dann Serverdienste, FTP und Co. kann man überwachen. Dann haben wir Plugins für ESX Hypervisor. Wir haben Plugins für Synology NAS zum Beispiel. Alles integriert und durch Klicken auswählbar. Also die drei großen Hauptgebiete sind einfach Ausfälle vorbeugen durch Monitoring, Probleme erkennen und Ursachen zu finden. Jetzt sind wir einen typischen 2HE-Server. Da gibt es natürlich auch diverse Stellen, wo man auf alle Fälle Monitoring machen muss oder sollte. Zum einen klar Festplatten überwachen. Dann ganz wichtiger Chassis-Intrusion-Sensor, dass der überwacht wird, alles über IPMI dann. Falls mal ein Zugriff ist, also ist der geplant oder ist das ein ungewollter Zugriff. Dann RAID-Controller zum Beispiel. Haben wir zwei verschiedene Plugins, Adaptic und Arabo Mega RAID Controller. Dann Lüfter über IPMI, klar. Und Netzteil ebenso über IPMI. Alles wie gesagt durch Webinterface und vorgeführte Checks im TKMON bequem konfigurierbar und innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit. So, TKMON. Warum TKMON? Wie gesagt, Isinga oder Nagios ist mächtig, aber trotzdem sehr kompliziert. Man muss eigentlich die Syntax komplett beherrschen, um irgendwo vernünftig ein Monitoring aufstellen zu können. Wir setzen wir eben auf Isinga auf als Backend mit TKMON unserer einfachen Oberfläche, um bequem und einfach ein Monitoring aufzusetzen, ohne sich Gedanken über Syntax machen zu müssen. Nur kurze technische Daten zu TKMON. Seit 2012 sind wir mit unserem Partner Netways da am Entwickeln und basieren auf Ubuntu. Wir sitzen auf Ubuntu, aber wie gesagt, ist frei erhältlich als Source, kann man sich selber kompilieren für alle möglichen Linux-Derivate. Ja, PHP, HTML5, muss auch Stichworte, wo man alles einsetzen, Bootstrap-Design, ein paar hübsche Icons und jQuery. So, wann passt TKMON? Ein kurzes Schaubild.
Wir setzen unsere Interface an für kleine Betriebe, 1 bis 20 Server. Natürlich gehen durchs Backend mehr, aber halt durch die Übersichtlichkeit würde leiden. Und wir haben einfach angesetzt, okay, um kleineren Kunden von uns das Monitoring leichter zu machen, mit wenigen Servern schränken wir es den Einsatzbereich ein bisschen ein auf maximal, Pi mal Daumen, 20 Server. Die Konfiguration erfolgt über Zap Interface, wie bereits erwähnt. Wir haben grundlegende Benachrichtigungsfunktionen, zum einen über E-Mail oder auch über SMS. Man kann Abhängigkeiten setzen mit dem Parent Host und man benötigt kein wenig Linux oder wenig Linux Know-how. Also sudo upgrade install tkmon sollte jeder, glaube ich, schaffen. Isinga wiederum ist sehr mächtig, kann skalieren bis zu unendlich, sagen wir es mal so. Läuft ohne Plugins, ohne nconf oder lconf rein auf der Shell ab im Endeffekt. Man kann Spezialfunktionen einsetzen, aber wie gesagt, es ist ein umfassendes Linux-Know-how notwendig. Genau, nochmal zusammengefasst, was wir also machen können, also von der SSD und Festplatten, kleinere Appliances, Datenbank-Server, Linux, Windows-Hosts über NRPE, Serverdienste, Appliances wie Synology, ESX und das klassische Blech, der klassische Server kann man natürlich auch überwachen über IPMI und Betriebssysteme. Wie gesagt, alles ist bereits integriert und muss nicht manuell hinzugefügt werden. Eigene Checks, nächste Frage. Natürlich kann man eigene Checks schreiben, weil wie gesagt, wir haben eine gewisse Auswahl und aber nicht alles dabei. Man kann natürlich alles abdecken von der ganzen Welt. Und da gibt es drei Anlaufstellen. Haben dazu auch einen Wiki-Artikel verfasst, kann ich euch noch zeigen. Zum einen gibt es die klassischen Plugins, wie den Nagios oder Isinga auch. Im Loserlib Nagios Plugins Verzeichnis. Darauf findet ein Config-File erstellt. Im Nagios Plugins Config Verzeichnis. Und dann brauchen wir eine JSON-Datei, den Katalog, damit man es bequem auswählen kann im Interface. Das sind drei so kurze Geschichten. Also wenn es ein Sieger-Config-File gibt, dann ist man eigentlich schon fast am Ziel. Dann der Log ist relativ schnell geschrieben und dann kann man das bequem hinzufügen, Sieger neu starten und dann ist das mit integriert. Eigener Check für meinetwegen ein QNAP-NAS oder andere Geschichten. So, wie kann ich tkmon nutzen? Zum einen bieten wir eine eigene Installation an, also wie kann man das bei uns kostenlos downloaden, gibt es auch Paketquellen dazu, einfach hinzufügen, dann sudo upgrade install tkmon, alles mitgezogen, sämtliche Abhängigkeiten von Isinga bis zu PMP, genau, wir setzen auf Ubuntu, aber wie gesagt, Quelle ist bei, Source ist bei GitHub verfügbar, zum Beispiel, kann man sich dann tun und einsetzen, forken. Wie gesagt, Open Source, Wiki-Seite haben wir auch dazu, kann ich später noch eine Rubrik zeigen zum Wiki. Dann bieten wir zum bequemen Testen eine Virtual Appliance an, für VirtualBox und auch für den ESX-Server, einfach runterladen, importieren und starten. Das ist schon alles konfiguriert. Und zum Echtbetrieb empfehlen wir einen kleinen sparsamen Low-Energy-Server. Bereits kann man bei uns bestellen mit vorinstallierten tkmon auf 269 Euro und dann auspacken, anschließen und starten, kann man dann mit dem Monitoring loslegen. So, Benachrichtigungen, klar. E-Mail kann man konfigurieren, also E-Mail-Benachrichtigungen anhand von Kontakten und auch SMS, wenn man ein USB-SMS-Modem anschließt, beispielsweise unseren kleinen Low-Energy-Server und dann kann man auch Kontakte, die eine Telefonnummer enthalten, auch per SMS alarmieren. Zum wichtigsten Teil, das Demo. So. Das war jetzt verkehrt. So, das sehen wir hier. Da sehen wir hier das, den Login-Screen. Sieht man das gescheit, ein bisschen abgeschnitten. Ja, es geht schon.
Zum einen hier der Login-Screen, ein paar Links haben wir links oben. Hier kann man die Sprache einstellen. Ich wechsle hier auf Deutsch. Und dann kann man sich dann durch Login einloggen. Und jetzt sieht man hier einen größeren Baum mit vier verschiedenen Rubriken. Einen der Homescreen, dann der wichtigste, Monitoring-Teil, Serverstatus. In dem Bereich hier da unten kann man die Hosts und die Kontakte konfigurieren und natürlich dann die Services darunter liegend auch. In dem Bereich System kann man ja rudimentär oder ausreichend für den täglichen Gebrauch den Server, den unterliegenden Server von Monitoring-Device konfigurieren, also aus- und einschalten. Man kann Updates machen, also sudo-update Update und Upgrade kann man machen über Webinterface, aber nicht per SSH sich einloggen. Man kann Backup von der Konfiguration machen, man kann die Netzwerkeinstellungen setzen, SMS-Funktion ein- und ausschalten, die Mail-Funktion und security-technisch kann man auch den Zugriff zum drunterliegenden Single abdrehen oder auch den SSH-Zugang abdrehen. Aber wie gesagt, ich gehe im Detail durch, nur als kurze, so als kurze Einführung. Hier sehen wir, wenn man auf Serverstatus klickt, werden bereits einige Checks angelegt. Das sind jetzt von dem zugrunde liegenden Monitor, vom zugrunde liegenden Host, werden schon mal 6, 8 Services angelegt, um den eigentlichen Monitoring-Server auch schon mal zu überwachen. Von Prozessen bis zu eingeloggten Users kann man oder Linux-Updates wird schon mal alles angezogen für den zugrunde liegenden Server. Aber das ist ein bisschen langweilig. Darum gehe ich mal auf den Bereich Hosts. Wie wir hier sehen, gibt es noch keinen Host, aber das wird sich gleich ändern. Durch Klicken auf Neuen hinzufügen kommen jetzt ein paar Felder. Und da kann man zum einen Hostnamen angeben und alles dazu. IP-Adresse, klar, ohne die geht nichts. Parent Host, zum Beispiel ein Server hängt hinter einem Switch, Switch fällt aus, dann kommen 500 Meldungen, Server weg und critical, aber der Switch davor ist ausgefallen und darum trägt man hier zum Beispiel den Switch ein als Parent Host, dann wird, wenn der Switch ausfällt, werden hinterliegenden Hosts nicht mehr, wenn die Warnung nicht mehr ausgegeben, sondern nur noch von dem eigenen Switch, weil wenn der Switch nicht ausfällt, dann ist es sowieso dahinter nichts mehr erreichbar und dann kann man den Switch fixen und man bekommt nicht 15, 20 verschiedene Meldungen, sondern nur die eine Meldung vom Switch. Eine Seriennummer kann man angeben für unsere Thomas Klein Systeme. Man kann ein Betriebssystem angeben. Für Server kann man die IPMI-Adresse mit angeben, mit User und Passwort. Bitte in dem Fall immer einen eingeschränkten User verwenden, also einen User mit ohne Adminrechte. Nicht mit Adminrechte, sondern einen Monitoring-User, der nur die Vitaldaten lesen kann. Und für Appliances wie Synology NAS oder Netzwerkgeräte, Switche, kann man hier noch eine SNMP-Community angeben für SNMP V2 oder auch für SNMP V3 Username und Passwort. Ich habe jetzt einen zweiten Ubuntu-Server mit dabei und den werde ich jetzt eintragen, dann über NRPE dann überwachen. So, Parent Host habe ich jetzt leider keinen, aber ich glaube, das kann sich jeder noch vorstellen. IPMI hat der auch nicht. Aber genau, und dann einfach noch der Eingabe der Daten auf Speichern klicken. Und dann ist der Host angelegt.
Und da muss man nur noch auf Isinger Neustarten klicken. Isinger Neustart, okay, erfolgreich. Dann Serverstatus. Das kommt man runter, dann sieht man hier Ubuntu Server angelegt mit einem Ping-Check, der angezogen wird und das dann eingeplant um 14.24 Uhr, genau, in 7 Minuten. Und wenn man zum Beispiel auf einen Schlag, meinetwegen 10 Hosts anlegt mit 15 Services, dann werden die Checks verteilt, also in ein paar Minuten, damit man einfach nicht auf einen Schlag eine riesen Last hat auf dem System und so wird es ein bisschen staffeln zu können. So. Ein Ping-Check ist natürlich alleine etwas fad. Darum gehe ich wieder auf Hosts, auf Edit, auf Services. Dann kann ich hier einen Service hinzufügen klicken, um weitere Services hinzufügen zu können. Und haben wir also einen Katalog und dann einfach in das Feld einen beliebigen String eintippen, HTTP zum Beispiel. Dann sehen wir hier diverse HTTP-Checks. Zum Beispiel, oder wir haben in dem Fall natürlich sinnlos, aber Synology zum Beispiel, habe ich einige Checks integriert vom Disk-Status, Temperaturen und zum Bequemen hinzufügen von derartigen Checks. Aber in dem Fall gehe ich auf den NRPE-Check, auf dem Ubuntu-Server, auf dem, was ich vorangelegt habe, ist der Nagios NRP-Server installiert und dann kann ich quasi remote auf dem System die gleichen Plugins ausführen, wie ich lokal wäre. Und da wird so hinzugefügt. Hier gebe ich noch das Kommando an, was ich prüfen will. In dem Fall die Load. Speichern. Genau, dann wieder neu starten. Und dann ist der eingeplant. Wird dann auch jetzt um 14.25 Uhr ausgeführt. Kann man auch manuell triggern. Hier sehen wir, was ich übersprungen habe. Kontakte als runter. Ohne Kontakte macht das auch natürlich relativ wenig Sinn. Kann man ebenso bequem hinzufügen wie ein Host. Speichern, dann ebenso neu starten. Genau. Dann ist der Kontakt mit eingepflegt. Und wenn man SMS-Gateway-Modem hat, dann kann man auch eine Telefonnummer angeben. Und dann wird dem Kontakt dann entsprechend auch im Fall des Falles eine SMS geschickt. So, weitere Erklärung vom Interface. Rubrik Isinger, wie kann man den Link zum Isinger Backend mit den Nutzerdaten, dann kann man den Status anzeigen lassen, läuft der Daemon oder aktualisieren, dann kann man die Konfiguration prüfen, wenn man alles über Tickermon selbst macht, dann gibt es da keine Probleme, aber man kann natürlich auch manuell per Shell Konfigurationen erstellen. Also nichts gesperrt bei uns. Und dann kann man jetzt die Konfiguration prüfen und dann gibt es eine Fehlermeldung, wenn etwas falsch wäre. Ein Log gibt es auch. Genau, das ist gestartet. Und genau, dann kann man hier, das ist dann nämlich so ein Verweis auf den Isinger Neustart, der bei der Konfigurationänderung obligatorisch ist. Im Bereich Security kann man ein Passwort setzen vom User-Login. Man kann den Isinger-Zugang zum Isinger Classic UI sperren und für den Server SSH-Zugang sperren. Die Mail-Konfiguration kann man setzen und testen. SMS-Geschichten kann man hier aktivieren, wenn man natürlich ein Modem hat, zum Beispiel dieses CEP-Modem. Anstecken, aktivieren, dann funktioniert das auch. Netzwerk kann man hier das Gerät einstellen, die IP-Adresse setzen vor dem Gerät, den DNS-Server,
und einen Timeserver. Ganz wichtig, Config-Backup haben wir integriert, dass man ein ZIP-File, ein TAUGZ-File erhält. Das kann ich kurz noch zeigen, wie das funktioniert. Da kann man auch ein Passwort setzen. Ich gehe jetzt einfach auf den Button Konfiguration sichern. Dann kommt ein Pop-up mit der Dump von der Konfiguration. Dann mit dem File-Roller öffnen. Sieht man hier die Konfiguration. Und im Bereich System, im Bereich Isinga, TKMON, System, Host, sehen wir zum Beispiel hier den Ubuntu-Server, den wir angelegt haben. Und somit beim Hardware-Wechsel oder so, oder Aktualisierung, kann man bequem die Konfiguration backuppen und dann wieder einspielen mit diesem Reiter. Einfach Datei auswählen, Passwort angeben, wenn eins gesetzt wurde, und dann Konfiguration wiederherstellen. Updates, wie bereits erwähnt, kann man bequem über das TKMON-Interface installieren. Man kann ein Paket überprüfen. Ich glaube, das jetzt klappt. Jetzt funktioniert. Also alles okay. Und dann, falls welche verfügbar wären, kann man es aktualisieren. Oder wird angezeigt. Und hier kann man es aktualisieren. Power, klar. Durchstarten und runterfahren. Und hier noch ein weiteres Feature für Thomas Green Server. Wir haben einen Call-Home Service eingebaut. Das heißt, wenn es aktiviert ist, dann wird automatisch per GPG verschlüsselt eine Mail an unsere Techniker geschickt. Okay, Festplatte defekt, bitte Information. Dann wird ein Techniker von uns beauftragt, der dann mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Dann wird dann das weitere Vorgehen dann ausgemacht. Also wie gesagt, Festplattenaustausch oder dergleichen. Aber wie gesagt, alles Open Source, alles eine Privacy Policy. Der Quellcode vom TK Alert, von dem zuunter liegenden Dienst, ist alles Open Source und alles veröffentlicht. Es ist keine NSA-Spying-Geschichte, muss man ganz deutlich sagen, weil in der heutigen Zeit ist es wirklich ein schwieriges Thema. Genau. Dann wäre es das jetzt mit einem Live-Demo. Genau, Call Home Service. Wie gesagt, TK Alert ist ebenso Open Source. Falls irgendwas ist, wird eine GPG-verschlüsselte Nachricht verschickt. Unsere Techniker. Genau, dann nochmal zusammengefasst. Unsere Features. So als Roundup haben wir ein intuitives Interface im Vergleich zum Isinga Classic UI. Dahinter denke ich mir schon, ist sehr intuitiv. Wir haben zahlreiche Service-Checks integriert. Kann ich noch kurz anschließend zeigen, also ein Wiki-Artikel dazu, wo sämtliche Checks aufgeführt sind. Wir können IPMI von Servern überwachen. Wir haben PEP-Grafen dabei, also Aufzeichnungen von vergangenen Messdaten. Kontakte können wir hinzufügen, bequem. SMS-Benachrichtigungen können wir machen. Einen Call-Home-Service bieten wir für unsere eigenen Server an. Und man kann den Server bequem administrieren, rudimentär, die grundlegenden Sachen. Genau, nun zum Thema TKMON. Das, was ich gesehen habe, war noch TKMON 2.0. Und wie gesagt, coming soon, also sind schon im Testen, haben schon ein Paket gebaut und sind auch intern am Testen von der TKMON 2.1. Das ist vor allem ein Feature-Release. Also wir haben einige Service-Checks hinzugefügt von Temperatursensoren, über USV-Geschichten, wir bauen SNMP-Service noch stärker aus. Wir haben eine Status-Map integriert. Selbst wirklich schon ein echtes System, kein Photoshop oder sowas, schon ein echtes System, wo man anhand des Parent-Hosts quasi einen Baum zusammenbauen kann. Dann sieht man genau, was wie wo zusammenhängt, für eine bessere Übersichtlichkeit. Genau, und des Weiteren zum Interface haben wir noch Sortierfunktion eingebaut, um halt zum Beispiel die Critical nach oben zu holen und dann schneller daran reagieren zu können. Genau, das Demo hat jetzt leider. Ich wollte jetzt eigentlich TKMON 2.1 noch kurz zeigen, aber ich glaube, das schmiert mich jetzt gut aus.
Aber ich habe jetzt dann zum Beispiel hier den Bereich, unser Wiki, in der Bereich Kategorie Tekamon. Da haben wir eine Vielzahl an Wiki-Artikeln dazu. Und hier zum Beispiel ist der eine Wiki-Artikel Tekamon Service Checks. Da wird laufend ergänzt und dann kann man hier bequem mal durchscrollen, was da alles gibt. Also wie gesagt, Hardware-Checks, Adaptive-Rail-Controller können wir überprüfen, lokal, so wie über NRPE, LSI-Controller, die ganzen Smart-Festplatten-Geschichten, E6-Hardware, IPMI, Mail-Server, diverse, also eigentlich alle gängigen. Web-Servers können wir mit überprüfen über das Interface, Datenbanken, Dateiserver, LDAP, Netzwerkchecks, SSH-Port-Check auch beliebt und so weiter. Also eine Vielzahl von schon integrierten, bereits konfigurierten und durch Klicken auswählbaren Service-Checks. Ich denke mal, das ist das meiste dabei. Und wie gesagt, wenn man eigene braucht, kann man die jederzeit selber erstellen und hinzufügen. Wir helfen gerne, wenn es ist. Genau. Wir haben Anleitungen, wie man es konfiguriert. Bei Windows-Hosts zum Beispiel gibt es da mit dabei. Wie muss ich jetzt das installieren auf Windows-Host? Ich brauche den NS-Client ++ als Derivat zum Nagios NRPE-Server. Aber trotzdem würde ich gerne versuchen, dass ich das da irgendwie aufstarte. Ich glaube, da hat es was mit der Netzwerkkonfiguration. Vielleicht geht es ja noch. Dann nochmal kurz zum Erwähnen, weil die Frage immer wieder kommt, was macht der Serverhersteller auf dem Open Source Event? Wir glauben an Open Source, wir halten viel von Open Source, wir sind da sehr aktiv. Wir haben alle unsere Plugins, die wir für Tekamon und auch Tekamon natürlich auch selber auf GitHub veröffentlicht. Wir haben ein TKPerf, ein Open Source Performance Tool zum Messen von SSDs und Festplatten. Wir haben ein großes Wiki, dreisprachig, so quasi Open Knowledge, unser Wissen, unsere Hilfestellungen an den Mann zu bringen, an die Frau. Genau, hier sieht man einen Überblick über unser GitHub-Repo, also sämtliche Geschichten sind online, also alle Plugins, die sind ja auch alle, bis auf TKPerf ist eigenständig, alle sind integriert in Tekamon. Und ein kurzes Schaubild, was wir alles für unser Tekamon selber geschrieben haben, also das Smart-Plugin für die Festplatten, IPMI-Plugin für BNC-Chip und zum Überwachen der ganzen Vitaldaten von Temperaturen, Drehzahlen von den Lüftern, Netzteilspannungen, also dass man alles überwachen kann. Dann für die Rail-Controller, für die gängigsten, haben wir Plugins geschrieben. Genau. Und wir freuen uns über jede Wiki-Feedback. Also wie gesagt, Quellcode ist frei verfügbar. Gerne forken, wenn es ist. Oder einfach mal eine Nachricht schicken, also Feedback zum Artikel. Wir bekommen generell sehr viel Feedback, also von Hilfe, von Hinweisen. Dieses veraltet, der Link geht nicht mehr bis zu... Hey, ich habe so einen logischen Fehler dabei, also alles möglich, wir sind auch nicht perfekt, aber wir freuen uns über jeden Kontakt. Genau, und dann hätte ich noch Fragen im Angebot. Wenn ich noch Fragen hätte, kann ich gerne stellen. Ich muss noch kurz schauen wegen dem 2.1er-Demo. Das nervt mich jetzt schon, dass es nicht funktioniert, aber vielleicht ja doch. Ich hätte eine Frage, also ja. Bei dem Demo irgendwo führt man den Befehl für den Service, ja? Das wird irgendwie manuell eingegeben. Ja, genau. Woher weiß man, welche Befehle gibt es? Das war bei dem Fall war es so, dass das war der NRPE-Check. Es wird zum Beispiel gibt es bei jedem Check irgendwo Felder zum Eingeben. Moment, kann ich jetzt noch schnell zeigen, anhand von dem neuen. Ganz kurz. Oder nicht? Man muss natürlich zum Beispiel, wenn man Temperatur wachen will oder von Festplatten, gibt man natürlich eine Festplatten-ID an
Und es kommt darauf an, welche Parameter verfügbar sind, zum Beispiel bei dem NRPE. Muss man das auf einem anderen Host dann konfigurieren, also mit dabei, zum Beispiel für die Last oder für die Smart-Werte, dann gibt man den entsprechenden Befehl halt an, aber es ist bei uns im Wiki eh erklärt, welche Befehle es dann gibt. Okay, dann muss man im Wiki nachschauen, welche Befehle gibt es und dann entsprechend. Genau. Aber in dem Wiki-Artikel, mal kurz, dann können wir es ja zeigen. In dem Wiki-Artikel habe ich jetzt festgehalten, die Parameter. Ich glaube, das ist dann gemeint, ja. Bei vielen gibt es keine Parameter, einfach klicken, speichern, fertig. Zum Beispiel hier kann man Parameter angeben. Also, das ist die Tabelle. Genau, Parameter angeben. Zum Beispiel bei dem Send-Mail kann man Parameter angeben für den Warnwert. Wann gibt es eine Warnung, wann gibt es eine kritische Meldung? Oder. Und dieses Checknamen ist das Befehl, was ich da. Genau. Okay. Zum Beispiel hier bei dem UDP-Port-Check kann man als Parameter halt UDP-Port, klar, das ist natürlich auch wichtig, wenn man da gibt und dann halt, was man gesendet und empfangen will, oder auch beim. Genau. Zum Beispiel hier sieht man die ganzen. Diese Checknamen gibt man ein. Hier vor den Check Load, nicht dabei, angegeben. Zum Beispiel kann man auch prüfen, Check Users praktisch zum Beispiel angeben bei dem NRP-Check. Dann wird dann das Check Users gezogen und dann wird dann das geprüft. Und bei Windows zum Beispiel kann man natürlich noch eine Vielzahl mehr hinzufügen. Bei NS-Client sind diese alle als Parameter verfügbar, zum Beispiel Check CPU, damit dann die CPU über den eigenen String überprüft oder Memory, also über den Arbeitsspeicher oder die. Das haben wir alles dann festgehalten, was wir so integriert haben. Aber man kann natürlich dann zum Beispiel beim NS-Client Plus auf Windows-Hosts noch eine Vielzahl an Checks hinzufügen und weitere. Kann man diese TKMON-Plugins, kann man die auch in eine Isinger 2-Umgebung einbinden? Isinger 2 ist eine Kompatibilität, so wie Isinger 1, müsste man halt, ist halt alles Isinger 1 basiert. Müsste eigentlich schon gehen, ja. Die Tests, glaube ich, gehen schon. Die geben uns den zurück. Ja. Wenn dann die Plugins dann in. Gut, das ist auch arbeitskompatibel. Das sollte eigentlich dann schon gut. Isinger 2 habe ich erst vom Jahr ungefähr ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber auch noch rudimentär. Also das wird uns wahrscheinlich in Zukunft eh irgendwann blühen, dass man auf Isinger 2 umsteigt, aber wir wollen ja dem Einsteiger da quasi das Isinger komplett vom Leibe halten, sagen wir mal so. Aber natürlich wird es nicht verborgen, das ist eh klar. Also das ist keine Blackbox, um Gottes Willen, aber wird uns in Zukunft eh blühen, dass man da vielleicht spätestens einmal Isinger 1.x aus den Paketquellen rausfliegt, dann ist es später. Also in 3-4 Jahren auf alle Fälle spätestens muss man schauen, was wir machen. Ja? Netzwerkverbindungen werden verwendet, um so interne Parameter wie Temperaturen von einem Host zu monitoren. Ja? Welche Netzwerkverbindungen? Ist das ein sicheres Protokoll? Ist das sicher? Ist das? Kann ich den Server im Internet stehen haben oder über das Internet erreichbar haben? Ja, es kommt darauf an. Ja, es ist immer schwierig, weil es läuft ja viel über UDP eigentlich normalerweise. Es kommt auf das Ding, es kommt darauf an, zum Beispiel die SNMP über V3 ist verschlüsselt dann. Aber SNMP V2 zum Beispiel ist ja dann wieder schon ein Tof, mäßig offen, so ist alles im Klartext. Also, darum würde ich sagen, immer lokal das machen. Immer im eigenen Netzwerk ist es immer geschickter. Also, wenn dann Tunneln, also so Monitoring-Geschichten, da sind viele Sachen in der offenen Schonentore, das ist in unserer Schule einfach vom Design her immer schwierig. Also das ist wirklich, würde ich halt nur über VPN-Tunnel das irgendwie erreichbar machen dann, ja. Okay. Wenn man schon Isinger-Installation hat, ist das die Konfiguration zu lesen oder macht man alles? Schreibt der eigene. Habe ich es noch gar nicht probiert selber.
Also man sagt, okay, ich habe jetzt Singer da mit Konfiguration, Tekamon drüber, was macht das genau? Das ist eine gute Frage. Gehen wir eigentlich umher und setzen mal ein blankes Neues auf. Im Endeffekt ist es eine Singer-Konfiguration. Im Endeffekt ist es eine Singer-Konfiguration. Aber man kann so alles lesen, das ist ja, ja, nicht so einfach. Also, denke ich mal. Kompatibel ist auf alle Fälle und wirst du halt im Praxiseinsatz wirklich funktioniert. Das habe ich noch nicht probiert. Also mit einem größeren Singer-Installation. Einfach dicker Mund drüber würde ich Ihnen empfehlen. Ich bin gerade an der Grenze mit 12 Rechnern, die getestet werden. Ja, gut, aber 10 oder 12. Oder 20. Das ist an der Grenze von dem, was sinnvoll ist. Aber wo man ja sich denkt, es wäre schön, das jetzt nicht alles mal eins geht. Okay, ja, ja. War aber interessant, ja, was er macht. Na, es ist. Muss jetzt leider passen, so habe ich noch keine Erfahrungen persönlich gehabt. Ne? Noch eine Frage? Und grundsätzlich, die kann man checken und geben sie Services oder beim Netzwerk, oder? Oder was kann die kann man alles investieren? Oder ist es nur wirklich Überwachung, ob gewisse Services laufen? Oder? Ja, genau. Und die Services, die wir halt schon integriert haben, finden wir alle hier. Da kann man einfach von der Firewall über SNMP bis zu dem ESX-Server und Festplatten einfach alles, was so alles Gängige im Netzwerk oder auf den Servern halt überwachen. Über das Webinterface dann. Aber wie gesagt, das alles, das momentan gibt, werde die nächsten ein paar weitere hinzufügen für Temperatursensoren. Haben wir schon Checks gemacht, also dass man eine Liste integrieren, dass man einfach Räume überwachen kann, also Temperaturen von Räumen einfach überwachen kann und aufzeichnen kann. Temperaturentwicklung. Oder auch haben wir USV für USV-Geräte eigene Service-Checks gebaut. Also, läuft dann ich habe ein spezifisches Problem gehabt, ja? Dass bei UDP-Multicast, dass nicht alle Rechner so richtig reagiert haben. Okay. Aber dafür der kann man nicht das tun, oder? Müssen wir uns anschauen im Detail. Einfach mal runterladen, dann mal testen. Das ist geschickter, glaube ich. Das ist ein UV-Template und dann mal kurz prüfen, ob es funktioniert. Muss jetzt leider darauf verweisen. Ja, wenn noch Fragen mehr sind. Das ist ja die Hardware-Voraussetzungen. Hardware? Also eigentlich Raspberry würde auch funktionieren. Haben wir leider, Raspberry, haben wir leider keine Pakete dazu, aber wie gesagt, Isinga gibt es ja drauf und Tekamon ist nur eine Oberfläche dazu. Also es ist eigentlich hundertprozentig. Beim Dreier auf alle Fälle. Also das ist ja. Ja, und wie gesagt, mit 10 Hosts sollte eigentlich ein Raspberry auch klar kommen. Also wie gesagt, für Raspberry haben wir keine Pakete dazu, weil wir nur für Ubuntu. Und für, muss man schauen, wie es auf ARM funktioniert, aber prinzipiell kann man es von der Quelle kompilieren und dann sollte es eigentlich gut funktionieren, bis zur gewissen Grenze, vom Raspberry halt. Aber prinzipiell, klar, es ist keine Anforderungen von einem Quad-Core oder einem Dual-Sockel-System, also es sind relativ überschaubare Anforderungen. Na gut, dann. Dann vielen Dank und viel Spaß noch.